Eine 28 Jahre alte Frau ist am ersten Weihnachtsfeiertag bei Dorf Itter gegen eine Laterne geprallt und leicht verletzt worden. Ebenso eines ihrer beiden Kinder, die mit im Wagen saßen. Die junge Frau aus Marburg war am Nachmittag in Richtung Korbach unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen die Laterne prallte. Der Laternenmast stürzte um und wurde komplett aus der Verankerung gerissen. Neben Notarzt und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. An der Unfallstelle gab es zeitgleich eine größere Öl- oder Dieselspur, die jedoch laut Polizei nicht zum Unfall der 28-Jährigen geführt hatte. Die Brandschützer streuten die rutschige und rund 200 Meter lange Spur mit Bindemittel ab. Während des Einsatzes blieb die Bundesstraße rund anderthalb Stunden voll gesperrt.